Morgens wird Vera vom Fahrdienst abgeholt. Nach der Schule wird sie wieder nach Hause gebracht. Alleine kann Vera den Schulweg nicht bewältigen. Wie war es in der Schule? Gut. Okay. Siehst du dich bitte aus? Ja. Sie kann keine Uhr. Sie versteht morgens, mittags, abends auch als Zeitansage nicht. Sie verhaspelt sich in Dingen, die sie erledigen soll. Also sie kann in den Keller gehen. Sie versteht alles. Um etwas hochzuholen, ist dann unten, vergisst es, weil sie was anderes sieht und kommt mit was anderem hoch. Vera ist adoptiert. Sie kommt aus Russland. Ihre leibliche Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Die Folge: fetales Alkoholsyndrom bei Vera. Die Diagnose stellte Professor Hans-Ludwig Spohr von der Berliner Charité. Er ist einer der wenigen Experten auf dem Gebiet der sogenannten fetalen Alkoholspektrumstörungen. Da gibt es die klassische Form des fetalen Alkoholsyndroms, FAS. Das ist das Vollbild mit einem typischen Gesicht, mit einem zu kleinen Kopf, Mikrozephal, mit kognitiven Störungen und vor allen Dingen exekutiven Funktionsstörungen. Sie kennen keine Gefahren, die springen immer vom hohen Baum sofort runter, ohne Rücksicht. Also das sind exekutive Funktionsstörungen. Sie haben kein Arbeitsspeichergedächtnis. Sie können das Wichtige vom Unwichtigen nicht trennen. Auch Veras leibliche Schwester Ljuba hat die Diagnose FAS. Bei ihr ist die Störung weniger stark ausgeprägt. Ljuba ist normal intelligent, besucht eine Regelschule. Doch auch sie hat Probleme. Ich merke oft, dass ich bei manchen Sachen sehr lange brauche. Beim Denken oder auch wenn jemand jetzt sagt, so, ja, hey, ich brauche jetzt mal das und das ganz schnell, dann schneide ich das erstmal 5 Minuten später mit, sodass dass die Person was von mir wollte. Und das ist halt manchmal sehr schwer. Das ist halt so, dass ich manchmal so träge bin. Auch die dritte Tochter, Nina, hat Probleme. Bei der Einschulung musste sie zurückgestellt werden. Wie ihre Schwester Vera ist auch sie nicht altersgerecht entwickelt. Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, eine Gefahr für das Kind, die von vielen Schwangeren unterschätzt wird. Selbst geringe Mengen können schaden. Denn Ungeborene haben noch keine voll funktionierende Leber, die den Alkohol abbauen könnte. Was macht der Alkohol? Er ist ein Zellteilungsgift. Er trifft das am meisten wachsende Organ im Körper, und das ist das Gehirn. Etwa in der Mitte der Schwangerschaft besteht das Baby aus 50% aus Kopf, und da baumeln 2 Ärmchen und Beinchen dran. Und dieses rapide Wachstum des Gehirns wird durch den Alkohol gestört. Für Vera sind die Folgen hart. Sie hat einen IQ von 70. Also sie wird, so wie es jetzt aussieht, nicht mal den Förderschulabschluss schaffen. Das ist also, sie ist immer noch in Mathe auf einem Stand von 2. Klasse. Ist also auch aus der Notengebung rausgenommen und in Deutsch, naja, auch mehr schlecht als recht. Also die grundlegenden Dinge fehlen ja einfach schon. Dieses fetale Alkoholsyndrom ist nicht heilbar. Wir können eine frühe Diagnose stellen, damit wir früh beginnen, den richtigen Weg zu finden für das Kind. Betreuung, Begleitung, andere Schule, Förderschule. Aber man kann es nicht heilen. Veras große Liebe sind Pferde. Beim Reiten lernt sie, sich zu konzentrieren. Und vor allem, es gibt ihr Selbstbewusstsein. Pferde sind tolle Tiere. Da ist man groß und man hat halt eben auch, man muss auch etwas mehr Erfahrung haben mit dem Pferd. Sie kann mit dem Pferd umgehen. Eines der wenigen Erfolgserlebnisse in ihrem Alltag. Es sollte schon einfach mehr informiert werden. Und man hört immer noch heutzutage auch von schwangeren Frauen, die von ihren Gynäkologen empfohlen kriegen, gegen Kreislaufschwäche doch mal ein Gläschen Sekt zu trinken. Das sind so No-Gos. Ja, ich denke, da muss wirklich mehr Aufklärung noch passieren.
Und dieses einfach mal wegschauen, wenn eine Schwangere trinkt, man sollte sich darauf ansprechen. Ihre Tochter wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Vera wird immer auf Betreuung angewiesen sein.